War das ein Hahnenkammrennen? War das ein geiles Rennen? War das eine Sensation heute bei der Abfahrt auf der Streif? Und der Erste, der das mit uns heute in Fellner live analysieren wird, ist natürlich Franz Klammer. Danke, Franz, fürs Kommen. Das Gerne. Nationalheiligtum, wirklich, außerdem Österreich-Kolumnist, schreibt morgen bei uns in Österreich wieder seine Analyse dieses Rennens. Und drittens die Streiflegende. Nicht? Wie oft bist du da gefahren? 12 Mal, glaube ich, oder ja, so? 12 Mal, ja, 4 Mal ja. War ich Schnellster. Aber 4 Mal Sieger, 12 Mal ja. gefahren. Ja, also du ja. kennst da wirklich jeden Winkel. Franz, wie hast du dieses Rennen gesehen heute? Nein, es war unglaublich spannend, weil es hat sich so richtig aufgebaut. Der Hannes Trinkl hat schon, Hannes Reichelt hat eine super Fahrt runtergelegt und sagt, upla, da könnte schon was gehen. Dann kommt der Swindal daher. Muss man dazu sagen, irrsinnig schön gefahren. Ne? Sehr schön. Also das gefahren. Ist fast ja. fürs Lehrbuch eigentlich. Jeder Sprung ist gesessen, jeder Schwung ist gesessen. Ja, er ja. hat natürlich die Nummer 1, da war ja. noch keine Schläge drin. Der hat er optimalst ausgenutzt. Und dann hat er eben, hat der Bissnabel nachgegeben, hat seine Schläge reingekommen. Dann hat er den Swindal schon geputzt gehabt. Da warst du schon überrascht, ne? Dass der eine halbe Sekunde hinten ist, genau, oder? Genau, hättest du nicht gerechnet gestern, dass der Reichelt den Swindal putzt? Nein, eigentlich gar nicht. Also Swindal war einer meiner Top-Favoriten. Falls hat man immer im Hinterkopf Hattest irgendwo. Hattest du gestern auch auf der Liste, ja? Ja, aber... Dann kam der Falls und hat den... Ja. Gestaubt, wie man so schön sagt. Genau so. Und der ist ja natürlich in einer Superform, oder? Ja, der Falz hat einfach gewaltig. Und, aber man muss sagen, dann hinten noch sind die wirklich eine Schläge gekommen, weil das dann alle... Dann ist es immer brutaler geworden. Ja. Dann hat es deinen Favoriten fast zerlegt, muss man sagen, den Matthias Mayer, auf den du ja gestern eigentlich gesetzt hast. Dass der überhaupt gekommen ist, ja eine Sensation. Weil und den hat sie eigentlich nahezu zerlegt. Genau, ne? So ist es, ja. Der ist dann mit 3 Sekunden Verspätung ins Ziel gerudert, im wahrsten Sinn des Wortes. Das war schon okay. Das war ein lockeres Abschwingen dann. Aber froh, dass er ihn nicht zerlegt hat, so kurz vor Olympia, ne? Ja. Ja, und der Mann, der, dann kam der Griechmeier. Der Griechmeier, Sensationsfahrt, oder? Leider unten aber ein bisschen... hat das nicht ganz runtergebracht, aber auch in diese Schläge reingekommen. Und hat war ja gestern auch einer von deinen Favoriten? So eigentlich ist einer von den zwei ist fällig, ja, Mayer oder Griechmeier. So ist es, ja. Griechmeier war ja bis am Schluss vorn. Ganz am Schluss. Ja. Heißt, wie kann man das am Schluss verlieren? Nein, eigentlich heißt es, wenn du da oben durch bist und das Red Bull-Tor ist gerecht. Nein, da fängst du rein noch einmal neu an. Also der Hausbekannten, des traversen Hausbekannten, das ist ein neues Rennen. Du musst den Ski wieder hinknallen und den hat er halt gerade nicht anders setzt und dann ist er ganz weit runtergekommen und hat halt irgendwie so einen Bogen gemacht, der nicht eingekehrt hat. Und ist das eine Routine-Geschichte oder wie kann das passieren? Der hat einen Schlag gekriegt hinten und dann machst du den Schwung nicht zu. Du musst ansetzen, draufdrücken am Ski und dann gleich umfahren. Und dann hat er einen Schlag gekriegt, auf einmal hat es ihn versetzt, dann kommt er ganz unten raus und hat ein bisschen halten. Und statt dann haben wir halt die paar Zettel gefüllt, ne? Genau so ist es. Ja. Und dann wollten wir eigentlich alle nach Hause gehen. Und plötzlich kommt da so ein Piefke, der eigentlich ein Österreicher ist, daher und putzt die alle weg. Ja. Jeder hat gesagt, Thomas Hu, wie heißt der genau? Thomas wie? Thomas Dresen, hast du den gekannt überhaupt? Ich hab den schon gekannt. Ich habe die Deutschen heuer das ganze Jahr schon am Radarschirm. Einige tolle Resultate schon gehabt, der Ferstl und die Burschen fahren heuer wirklich schnell und gut. Und okay, der Dresen hat Sonne gehabt, muss man dazu sagen. Und die also er hat ein Loch gehabt eigentlich, ne? Der Wetterloch. Ein Sonnenloch. Eines dieser berühmten Kitzbüheler Sonnenlöcher. Und das hat er optimalst ausgenutzt, weil die anderen haben auch teilweise Sonne gehabt und die haben das auch nicht erfahren. Also du musst schon gut fahren, trotzdem. Jetzt hast du doch immer, und du hast das gestern auch ein bisschen bestätigt, man braucht für die Streifer Routine eigentlich. Man muss diesen Teufel vom Berg kennen, damit man gewinnen kann. Der Typ zum ersten Mal gefahren, glaube ich, und hat gleich gewonnen. Gibt es sowas? Eigentlich? Also, wenn er das erste Mal runtergefahren ist und gleich das erste Mal gewonnen, ich glaube, das hat es überhaupt noch nicht gegeben. Ja. Ich war das erste Mal, war ich Vierter, wie ich da gefahren bin. Ja, weil man sich eigentlich an dem Berg erst einmal ja arbeiten muss, hast du gestern gesagt. Ne? Ja, weil du hast dann, der erste Eindruck von der Streife ist einfach so brutal und du bist eigentlich geschockt. Und dann muss man sich erst gewöhnen darauf, dass man reinkommt und dann lernt man die Streife zu lieben. Dann hat man sie gern. Also ich habe sie irrsinnig gern. Bist du es gefahren auch dieses Mal ein Stück oder ganz? Ja, ich bin runtergefahren. Heute? Nein, heute nicht. Vor ein paar Tagen. Und es war
blankes Eis. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr ganz so eisig gewesen. Und der untere Teil haben sie super hingebracht, weil gestern hat es teilweise gar nicht so ausgeschaut. Aber deshalb hat es auch diese Schläge gegeben. Die Piste war sensationell, nicht? Also diese Präparierung, die schaffen es nur in Kitzbühel im Theater, ne? Nach so einer Woche, muss man dazu sagen. Ja, ja, aber es ist... Aber das hat auch ein bisschen zur Dramatik des Rennens beigetragen, dass die Piste ein bisschen gebrochen ist, ein bisschen an den Schläge gekommen sind und dass sich die Leute eben schwer getan haben, dass du nicht hinkommst, einfach den Schwung ansetzen und der Skifahrt um, wie du willst. Dass du eben hast müssen wirklich kämpfen und fighten. Du hast gestern, und ich habe mir das heute von dir angeleitet, auch ein bisschen angeschaut in die Richtung, gestern hast du gesagt, entschieden wird es eigentlich in der letzten Kurve vom Steilhang, Steilhang-Ausfahrt. Ausfahrt, genau. Das hat für einen Reichelt und für einen Freuzeug gestimmt. Ne? Ja, und auch der Kriegmeier, aber der Dresden ist eigentlich die ganze Strecke überfahren gewesen. Ne? Es ist ja diese Leerhandschuss-Einfahrt, das ist ja so ein unscheinbarer Kurve. Das ist dann der nächste Punkt. Dort hat der Reichelt viel Zeit gewonnen. Und die anderen haben teilweise wieder sehr viel verloren. Und dann ist also halt zuerst die Ausfahrt vom Steilhang, dann die Einfahrt in den Lärchenschuss und dann das Schlussstück, dann die Traverse halt, nach dem Red Bull. Dann heute halt, die Hausbergkanten. Wo es ein paar heute ja zerlegt hat. Ne? Ja, ja. Ein paar gestürzt, aber nichts passiert heute. Gott sei Dank nichts passiert. Und man ist ja fast nicht mehr gewöhnt, dass die Leute stürzen. Ja. Es ist aber... Ja. Die Burschen sind heutzutage einfach so gut, die sind so fit und haben so ein Balancegefühl, dass sie das alles gut meistern können. Aber wie gesagt, es war ein bisschen schlagig, aber und deshalb haben dann auch etliche Probleme gehabt. Aber es war ein toller Streif, ein tolles Hahnenkammrennen. Absolut, ein würdiges Hahnenkammrennen. Mit einem würdigen Sieger, den man sich merken muss. Ne? Überraschungssieger, aber trotzdem ein würdiger Sieger. Und der halber Österreicher ist, wie wir in der Sendung noch erfahren werden. Der wohnt in Oberösterreich, darüber werden wir heute eh noch reden müssen. Und der vor allem auch einen österreichischen Trainer hat. Ja. Du kennst den Berthold Jahr. Ist der das Geheimnis der Deutschen? Naja, da bringt er gute Stimmung ein. Weißt, das Wichtige ist ja nicht nur die Technik zu trainieren, du musst auch ein bisschen eine Stimmung haben im Team. Das muss Vorarlberger muss man dazu sagen. Vorarlberger. Und das muss alles ein bisschen passen. Die freuen sich gegenseitig, dass der andere was leistet und. Also das ist ein kleines, homogenes Team. Und das von einem Österreicher sozusagen auf die richtige österreichische Stimmung gebracht. Genau so ist es. Keine Piefke-Stimmung, sondern Vorarlberg-Stimmung. Das ist ein Unterschied, ja? Ja, schaut so aus. Ja, die waren ja immer viel zu verkrampft, was man dazu sagt, die Deutschen. Jetzt sind sie locker offenbar. Ja. Du, Franz, zwei Fragen noch. Das ist ja heute praktisch die Generalprobe schon so halb gewesen für Olympia. Du kennst die Strecken dort etc. Wer ist denn dort Favorit für die Goldmedaille? Dort muss wieder den Falz und den Schwindel absolut vorn nennen. Ich muss noch mal sehen, wie der Meier, der hat heute wahrscheinlich fast ein bisschen zu viel Wohlen und in der Fläche oder beim Gleiten ist er noch nicht ganz so gut und jetzt muss man nächste Woche gar nicht schauen, wie er da das schafft. Dass er, aber der ist natürlich auch ein Medaillenanwärter. Und das hat ja der Peter Schröcksnadel bei uns gestern gesagt, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, sagt, das Problem der Burschen ist, sie wollen derzeit zu viel. Schaut so aus. Teilweise, der Matthias ist super gefahren, angegriffen auch, so wie gestern, aber halt, dann kriegst du gerade im falschen Moment den Schlag und dann verschlagst du einen Ski, dann bist du irgendwo und kannst nicht mehr so fahren, wie es... Also deine Favoriten für Olympia sind Falz und Swindal. Die Österreicher siehst du erst so für die Bronzene. Ich habe sie schon wen dabei und der Matthias Mayer hat natürlich die absolute Chance, den zu wiederholen, die zu wiederholen als einziger bis jetzt. Und das wäre schön. Ich glaube, er ist in guter Form. Sagen wir so, mit unserer brauchen wir uns nicht verstecken. Auch ein Griechmeier ist gut dabei. Ich glaube, wir haben absolut drei Medaillenkandidaten haben wir schon für. Jetzt haben wir morgen einen speziellen Tag, Sonntag, Slalomtag, Hirschertag. Jetzt gibt es in Österreich immer so ein paar Ausnahmeerscheinungen. Toni Seiler war eine, der Franz Klammer war eine, der Hermann Mayer war eine, jetzt ist der Marcel Hirscher. Würdest du den so in die Reihe von euch vier einreihen? Ja, ich würde fast sagen, den Hirscher ganz vorn hinreihen. Wieso? Weil er ist unglaublich. Also, Hirscher vor Klammer? Weil der hat eine Konstanz. Eine und der holt sich den Sieg. Der Sieg kommt ja nicht zu dir. Du musst dir den Sieg holen. Du musst dir was riskieren. Du musst dir drauf gehen. Und der fällt nicht aus, der steht drauf. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie der Marcel das
bewältigt momentan. Und du würdest ihn tatsächlich auf Platz 1 rein in diesem Quartett? Ich würde schon sagen. Ja, Seiler, Klammer, ja. Meier. Er ist auch kein Opfer. Der Toni Seiler war auch teilweise natürlich ein bisschen ein Slalom-Spezialist. Ja, der Toni hat da 3 Goldmedaillen gemacht in 3 verschiedenen Disziplinen. Genau. Darf man nicht sagen. Es waren noch andere Zeiten, da konnte es noch alle natürlich. Aber wie gesagt, vielleicht ist das ein Manko, dass er Kauffahrer wird, aber vielleicht wird er noch. Du hast ja gestern und vor ein paar Tagen auch schon zu mir gesagt, Slalom ist ja in Wahrheit noch schwieriger als Abfahrt, weil du ja so viele Möglichkeiten hast, rauszufliegen. Eigentlich alle paar Zehntelsekunden kannst du fliegen. Naja, mit der Abfahrt hast du mehr Risiko. Ja, weil ist klar. Die Geschwindigkeit höher ist und. Klar. Aber klar. Natürlich, in Slalom hast du, das Einfadeln ist immer allgegenwärtig. Ja. Und das, was der Hirscher jetzt wirklich macht, ist beeindruckend. Ich hoffe, er kann das weiterhin verfolgen. Und momentan sind halt die Hundertstel auf seiner Seite, also auf seiner positiven Seite. Worauf ist denn das zurückzuführen? Ist das Psyche, dass der so stark ist, dass der nicht einfädelt? Ist das Training, dass der so eine Kondition hat? Selbstvertrauen. Die anderen kennen auch den Skifahren, die anderen haben alles. Aber er steht oben am Start und schaut so wahrscheinlich die Runde an und sagt, da ist keiner da, der mich schlagen kann. Der Peter Schölznadel hat gestern noch gesagt, er ist der härteste Trainierer von allen. Er geht selbst jetzt 2 Tage auf die Reiteralm, um zu trainieren und ist nicht einmal in Kitzbühel. Ja, er überlässt nichts den Zufall, das ist ganz klar. Er gehört eine wahnsinnige Disziplin dazu. Hattest du auch immer? Ich war ein fleißiger Trainierer, ich war ein anderer Typ wieder Hirscher. Und, Was ist der Unterschied zwischen euch zwei, was glaubst du? Er ist, glaube ich, konsequenter mit. Wir haben, sagen wir so, wir haben damals Materialabstimmung und sowas, das haben wir alles nicht gehabt. Wir haben einen Ski gehabt, wir haben einen Schuh gehabt, den haben wir am Anfang der Saison gekriegt, mit dem sind wir die ganze Saison gefahren. Und heutzutage musst du aber so akribisch sein und alles optimalst umsetzen. Und der Hirscher ist fast immer in der Lage, das Optimalste rauszuholen. Er wird er morgen gewinnen? Wie ist der Tipp für morgen? Der absolute Favorit ist der Hirscher, das ist gar keine Frage. Und wer sind die Außenseiter für morgen? Wer kann da mitmachen? Mira kann eigentlich ganz gut fahren, würde ich sagen. Dann Matt. Ja. Unser Matt. Also er hat doch ein bisschen Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Und wenn die mal 2 live bringen, aber die bringen nicht aus, auch der Fehler kann sehr, sehr schnell fahren oder gleich schnell fahren. Aber wie gesagt, du musst ja 2-mal rüberkommen. Und dann haben wir morgen trotzdem Ausfall vom Neureuther natürlich wieder ein paar Deutsche am Start aus diesem Bertolt-Team. Ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie vorne mitmischen. Mhm. Also im Slalom, glaube ich, wenn man morgen keinen deutschen Sieger sehen. Gut, Franz, war wie immer ein Riesenvergnügen, mit dir zu reden. Danke, dass du vorbeikommen bist, diese Rennanalyse uns gegeben hast. Und ich freue mich auf die Analyse morgen in der Zeitung. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann sind wir gleich mit dem nächsten Gast in Fellner Live am Hahnenkamm-Wochenende zurück. Live aus Kitzbühel.